Aus der Projektübersicht suchen wir uns einen neuen Final Cut Effekt aus. Da ist er. Und aus der Bibliothek unter Filter Video finden wir auch den Deinterlacer. Da links unten ist er. Den ziehen wir auf die sogenannte Effektquelle. Und der Effekt ist schon fertig. Jetzt müssen wir natürlich das alles noch veröffentlichen. Halbbilddominanz ist eigentlich nur wichtig bei DV. Dann die Art des Deinterlacens und den Mix, wenn wir Blending verwenden. Sichern, damit das auch vorkommt, das Ding. Das heißt bei mir Deinterlacer, ganz einfallsreich. Und da ich hier was ausprobiere, ist die Kategorie Test. Nicht benutze Medien, klicke ich weg. Das ist gespeichert. Gehen wir rüber zu Final Cut Express. Unter Effekte, Rubrik Test, da ist er, unter Deinterlacer. Machen wir mal ein bisschen Video in die Storyline. Ziehen den Effekt ruf. Dann haben wir rechts in der Info unseren Deinterlacer mit allen veröffentlichten Möglichkeiten. Ja, das war's eigentlich schon.